Herzlich willkommen zum dritten Block zum Thema Hypnose, Unterthema Ängste, Befürchtungen, Bedenken. In den anderen beiden Blocks sind wir schon auf eure Fragen, auf eure Ängste und Bedenken eingegangen und wir haben heute nun die nächsten drei Themenfelder, die euch bewegen und die Beate wird mir die im Dialog wieder nahe bringen. Genau, hallo zusammen. Die erste Frage ist, Angst in der Trance stecken zu bleiben. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bin ich nur so weit in der Entspannung, dass ich Nebengeräusche und alles, was rundherum um mich passiert, noch mitkriege, noch mitbekomme. Ja, du könntest sie mitbekommen. Wir blenden das nach und nach in der Entspannungsphase aus. Mhm. Genauso. Wie, ich hatte in einem der letzten Blogs diesen schönen Vergleich mit dem Autofahren. Ne? Mhm. Ich setze mich ins Auto, komme irgendwo an dem Punkt B an und habe in der Zwischenzeit vielfach gebremst, Rotlicht beachtet, Fußgänger beachtet, Vorfahrts- mhm. und sonstige Schilder beachtet, ne? Keinen Unfall gebaut. Ich war also quasi auch in einer Art Trance. So, komme an den Punkt B an und bin dann wieder da. In der Trance stecken bleiben geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Also Kernaussage, nein, es funktioniert nicht. Warum nicht? Die Trance ist eben eine sehr, sehr angenehme Entspannung. Jede Entspannung ist irgendwann mal zu Ende. Selbst wenn ich vorsätzlich jemanden in der Trance im Stuhl sitzen lassen würde, ist die Entspannung irgendwann zu Ende. Ja, also man macht zack und er ist wach und ist auch wieder ganz normal und voll da. Von daher funktioniert es also nicht. Also ich würde nicht ins Unendliche liegen bleiben und entspannt sein. Könnte man sich vielleicht als ganz angenehm vorstellen. Ja. Nein, das klappt aber nicht. Nein, definitiv nicht. Also Man ist dann auch wieder da. Mhm. Und meine Aufgabe ist natürlich auch, jemanden wieder sehr angenehm aus dieser Entspannung in das Hier und Jetzt zu bringen und das auf eine angenehme Art und Weise auch zu machen. Mhm. Das ist auch Ziel der Sache. Okay. Ganz viele Zuschauerinnen haben Angst vor sexuellen Übergriffen. Also es war eine ganz häufig gestellte Frage. Eine Frage, die sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Leider aus medialen Rückblicken natürlich ist das ein oder andere schon mal passiert. Wir machen es hier völlig anders. Beate ist immer dabei, nicht mit in der Sitzung selber, aber im Nebenraum. Und ich habe immer eine Kamera dort stehen und bei Bedarf läuft die Kamera einfach. Das wird aber vorher abgesprochen. Genau, also du lässt nicht die Kamera einfach laufen? Nein. Okay. Und das sprechen wir vorher ab, deswegen sind wir da beim ersten Block, wo es darum ging, auch Vertrauen zum Hypnotherapeuten aufzubauen, Dinge zu besprechen. Wenn euch so etwas bewegt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das auch thematisiert. Gerade die Klientin, die mit so einem Anliegen kommen, wo sie glauben, da läuft irgendwas nicht ganz so gerade. Das muss man ansprechen. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es peinlich ist, sowas anzusprechen. Mhm. Aber ich finde es viel schlimmer, wenn man mit einem schlechten Bauchgefühl da ist. Ganz genau. Ja. Zu den Peinlichkeiten kommen wir ja nachher noch. Also es gibt keine Frage, die peinlich ist. Und da geht es dann wieder um das Thema Vertrauen zum Hypnotherapeuten, was da sein muss und was auch im ersten Gespräch schon entstehen sollte. Und wenn man das Vertrauen nicht hat, auch ganz klare Aussage, dann bringt auch die Sitzung nichts. Ohne Vertrauen ist die Sitzung sinnlos. Ja, das sehe ich genau. Aber nochmal, wenn euch so etwas auf dem Herzen liegt, ansprechen. Genau. Okay. Dritte und letzte Frage, da sind wir bei den peinlichen Dingen. Viele Zuschauer und auch Zuschauerinnen haben geschrieben, dass sie Angst haben, dass peinliche Dinge passieren. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man in der Trance zum Beispiel weint oder eine triefende Nase hat oder so. Also sicherlich ist es im Moment peinlich, aber ich glaube, du kannst damit schon gut umgehen. Ja, lass dich, ich hatte schon Klienten, die haben eine Stunde lang Tränen vergossen. Das ist normal, da ist nichts Tragisches und nichts Peinliches dran. Ich hatte auch schon Leute, denen ist der Speichel einfach übergelaufen. Da fing der Speichel an zu tropfen. Das ist auch normal, das ist auch nichts Peinliches. Aber da sind wir auch wieder beim Punkt, ja, Vertrauen in die Zusammenarbeit mit dem Hypnotherapeuten. Ein ganz wichtiger Punkt, auch in diesem Fragebereich,
Was ist mir peinlich? Peinlich ist einem ja nur etwas persönlich. Ja? Anderen ist es sehr häufig gar nicht peinlich, sondern man glaubt immer nur, dass das, was man gerade selber ja, macht an Dingen, dass das unangenehm für die anderen ist. Also ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man weint oder wenn man Emotionen zeigt. Es heißt ja, es bedeutet ja nur, es passiert was, es ganz tut genau, sich etwas. Ganz genau. Ja. Ja. Vor allen Dingen, genau, völlig richtiger Hinweis, wenn der Tränenfluss eben da ist. Es wird etwas bewegt im Unbewussten, genau. Aber in eine positive Richtung. Ja? Richtig. Und das ist das Wichtige eben. Ich darf euch versichern, weder bei mir noch bei den mir bekannten Hypnotherapeuten geht ihr aus den Sitzungen heraus und fühlt euch schlechter als vorher. Es geht euch immer besser als vorher. So. Also kommt auch nach einem möglicherweise etwas länger anhaltenden Tränenfluss auch die Freude wieder ins Gesicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich bestätigen. Und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ja. Ja. Ja, dann haben wir die letzten drei Fragen beantwortet. Ich glaube, es gibt noch eine Sitzung. Genau, aber die genau. wird Jürgen dann alleine machen. Da geht es dann um die Zusammenfassung. Ich sage Dankeschön und bis bald. Ja, ich sage auch danke fürs Zuschauen. Und beim letzten Blog werdet ihr dann auch mal den Stuhl sehen, in dem meine Klienten sitzen dürfen. Ja. Alles Gute, bis dann. Tschüss.